Er nahm allen Mut zusammen und ging. Die Tür stand halb offen und er trat zitternd ein. Magdalena lag nackt und schweißig auf dem Bett, das schwarze Haar war auf den Kissen ausgebreitet. Sie hielt die Arme unter dem Kopf, hatte das Gesicht zur Wand gewendet und gähnte. Sie war von ihrer Tagesarbeit mit den Männern müde, ihr Körper, ihr Haar und ihre Hände trugen den Geruch aller Völkerschichten, Arme, Hals und Brust waren voller Bisse. Marias Sohn senkte den Blick, er war mitten im Zimmer stehen geblieben und konnte nicht weitergehen. Unbeweglich mit dem Gesicht zur Wand lag Magdalena und wartete. Aber sie hörte weder eine männliche Stimme hinter sich, noch hörte sie einen Mann sich entkleiden, noch hörte sie sein Keuchen. Sie begann sich zu fürchten und wandte sich plötzlich um. Jäh schrie sie auf, griff nach dem Laken und zog es über sich. »Du!« schrie sie. »Du!« und hielt die Hände vor Lippen und Augen. »Maria, vergib mir«, sagte er. Als ob alle Saiten in ihrem Halse zersprangen, kam ein heiseres, herzzerreißendes Lachen von Magdalena. »Maria, vergib mir«, wiederholte er. Doch da erhob sie sich auf ihre Knie, schlug das Laken dicht um ihren Leib und hob die Hand. »Bist du deshalb hergekommen, mein Junge? Hast du dich deshalb meinen Liebhabern angeschlossen, um mich zu betrügen und mein Haus zu kränken, um Gott das Schreckgespenst hier an mein warmes Bett treten zu lassen? Du hast lange, viel zu lange auf dich warten lassen, mein Junge. Und deinen Gott, den will ich jetzt nicht sehen, er hat mir das Herz verbrannt. Lästere nicht, Maria, ich trage die Schuld, nicht Gott. Deshalb bin ich gekommen, um dich um Verzeihung zu bitten.« Aus »Die letzte Versuchung« von Nikos Kazantzakis.